So, liebe Leute, Rennen 18, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fan 2020 mit dem nächsten Rennen, das mir nicht so liegt. Japan ist eine Strecke, die ich früher mal sehr gerne gefahren habe, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so. Und danach kommen dann noch direkt die USA hinterher. Also, ja, es geht jetzt ins Finale rein der ersten Saison, unserer ersten Saison. Ja, langsam geht es um die dicken Töpfe. Ich hoffe, dass wir ein paar gute Ergebnisse noch holen. Der eine Punkt in Russland, der kann sehr, sehr wertvoll sein am Ende. Aber schauen wir mal. So. Okay. Gut, jetzt geht wieder ein bisschen die Kohle hoch, das ist das Gute. Wir müssen langsam jetzt Geld sammeln. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Ja. Okay, machen wir so. Das neue Auto ist zumindest schon lackiert und schon fertig. Das werden wir uns dann auf jeden Fall angucken, wenn die neue Saison beginnt. Aber nicht jetzt, sondern wir gehen jetzt ins nächste Rennwochenende. Let's go! Zum freien Training an diesem Freitag hier in Japan. Und ich hoffe auf ein durchweg trockenes Rennwochenende, aber ja, Japan ist dafür bekannt, dass es nicht so oft passieren kann. So, wir gucken mal rein. Okay, das Qualifying ist verregnet, aber das Rennen ist Gott sei Dank trocken. Sehr gut. Okay. Jo, gehen wir mal rein auf jeden Fall ins erste freie Training heute an diesem Freitag. So, das war der kleine kurze Teaser zum Qualifikationstraining. New parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. So, Japan habe ich jetzt mein Setup drin. Und wir gehen mal ein bisschen auf die Strecke. It's green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Gut, ein paar Punkte wären sehr wichtig, aber wird nicht einfach werden. So, wir fahren mal ein bisschen raus mit den gelben Reifen und versuchen mal ein bisschen was zu machen. Ja, Japan ist wie gesagt so nicht so eine Strecke, die mir mehr liegt, aber wir müssen damit leben, ne? Jetzt kommen auch nicht nur Strecken, wo ich sage, die gefallen mir, jetzt kommen auch mal Strecken, wo ich sage, hä, nicht so meins. Aber, ja, ein paar Punkte werden vielleicht hier wichtig, aber mal schauen, was am Ende rauskommt. Das Gute ist, dass die wichtigste Session, ja gut, Qualifying ist jetzt ein bisschen blöd, aber mal gucken, was am Ende rauskommt. So, jetzt kommt die Spoon und dann geht es Richtung 130, ja. Das war die Spoon und jetzt kommt die nächste, die 130, ja.
So, heute läuft. So, 1:33:05 ist die erste Zeit, die uns jetzt gelegt wird. Hamilton schon draußen. Okay, den hätte ich jetzt aber fast nicht erwartet. Okay, der Abflug direkt. Alles andere als gut. Ja, die Reifen sind extrem dreckig. So, Gasly, der da vorbeifliegt. So, was haben wir gefahren? 33 irgendwas. Die Runde ist definitiv am Arsch. Ja, ich mache jetzt wieder ein bisschen Piano. Um den Reifen nochmal drauf. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, versuchen wir nochmal eine Runde. Jedenfalls haben wir Gasly schon mal hinter uns. Das heißt, wir sind ein bisschen in Schlagdistanz Richtung Punkte, so wie es momentan aussieht. Besser momentan bei 32 Yards, also 700. Bei Ricciardo. Gut, 30,9 Hamilton. Da werden wir nicht drankommen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window.
Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, da haben wir sehr, sehr viel liegen lassen. So, hier wieder Zeit ohne Ende liegen gelassen. Dann gehen wir mal wieder in die Box, weil drei Runden reichen meistens. Tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Ja, Punkte wird schwierig werden. Also wir sind in Schlagdistanz, ja, aber nicht wirklich. Oh, das war einige dabei, ne? 14, 15, 16. Ich sag ja, Japan ist so eine Strecke, die mir absolut nicht liegt. Wir haben P16, also es wird wahrscheinlich auch 16. werden. 33,5, also Punkte sind 1,2 Sekunden. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Hamilton auf 1 mit HDR. Man merkt halt den Unterschied, ne? Die Mercedes sind sehr, sehr stark und wir haben echt unsere Schwierigkeiten. In Russland konnte ich es auch so ein bisschen aufholen, da habe ich echt gute, bin ich auch froh mit dem Rennen, aber das wird hier ein bisschen anders werden. So, Training Nummer 2. Wir gehen rein. Und dann gehen wir mal auf die Strecke. So, mal gucken, was die roten Reifen sagen. Zeit läuft. So, schön die Haarnadel hier. Ja, viel zu weit von der Ideallinie weg. Das kostet Zeit. Hamilton Bestzeit 30,984. Aber damit das auf hart wohlgemerkt. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit Soft knacken.
Never ever. Wir sind ja jetzt schon drüber. Jetzt kommen wir 1 Sekunde sogar hinter Albon. Und der fährt Medium. Wir sind um die Kurve rausgekommen. Wir zeigen Carlos Sainz. We've only got 2 laps of fuel left. Und das, was wir rausgefahren haben, ist schon wieder weg. So, viel besser sind die Kurve rumgekommen. Egal was, aber definitiv nicht. This lap, please. Box this lap. Es wird nicht viel Sprung nach vorne geben, aber zeitlich wird es besser. 32, ja, das sind aber immer noch 1,9 Sekunden. So der Bestzeit auf den harten Reifen von Lewis Hamilton. Also werden wir hier definitiv keine Chance haben, den Megasprung nach vorne zu machen. Fuel is marginal, box within 2 laps. So, viel besser um die Haarnadel mal rumgekommen. Vielleicht können wir es mit ein bisschen nach Hause nehmen. Wir haben einen guten Spruch. Boah, das war mega Drift, aber der würde Zeit gekostet haben, definitiv. Ah, schade. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem Training, liebe Leute. Beim zweiten zumindest auch. Aber wir stehen vor Schumacher, also vor seinem Teamkollegen. Das ist auch schon mal nicht ganz unwichtig. Zwei Sekunden hinter der Spitze, ja. Ich denke, wenn wir nicht wieder so ein Rennen loslassen, wie wir es in Russland gemacht haben, wenn wir mit den Punkten schwierig nach vorne kommen. Wird schwierig werden, definitiv. Wir hängen wieder auf P16. Also es wird scheinbar irgendwo da am Ende des Feldes rumlungern sein. So. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten an. Bottas, Ricciardo und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Aber etwas weniger als eine Sekunde vor unserem Teamkollegen. Ja, es wird schwierig werden, Platz 6 zu halten, ne? In der Konstrukteurs-WM.
Die Frage ist, ob es möglich ist, nächste Saison einen Mercedes-Motor zu fahren. Um dann etwas größer, um den Sprung dann wieder nach oben zu machen. So, weiter geht's. Training Nummer 3, was es jetzt ins Hause steht. So, dann gehen wir raus auf die Strecke. So, versuchen wir es nochmal. Vielleicht können wir uns tatsächlich wieder ein bisschen verbessern, was die Platzierungen betrifft. Wir wollen ja mal ein bisschen weg von hinten und wieder konstant in die Punkte fahren. Das ist halt wieder jetzt klar in Russland gelungen. Davor haben wir in Singapur die ganz, ganz böse Packung kassiert. Und hier sieht es auch gerade nicht so aus, als würden wir hier um Spitzenplätze mitfahren. Ja, mal gucken. Da kommen wir dann doch zu weit raus auf der Kurve. Und damit war es auch schon. Schnellste Runde mit Mick Schumacher. Ja, viel zu weit rausgekommen in der Spoon und damit war es auch schon. Aktueller Rückstand 20,5 Sekunden. Ist er Kwiat? We have two laps of fuel remaining. Ich komme immer wieder ein bisschen zu weit raus teilweise aufs Gras. Ich habe diese Quersteher drin, das war jetzt gerade wieder einer. Und der nächste ist, und das kostet uns wieder Zeit. Wir müssen uns doch verbessern. Wollen wir nicht wieder am Ende des Feldes stehen? So, da haben wir es. Es wird gerade nicht mal reichen, um den Teamkollegen zu packen. Wir gehen jetzt bis auf die Sekunde ran.
your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Jetzt macht natürlich auch noch das DRS schlapp. 32,8. Also 2,5 Sekunden hinter dem McLaren. Im Zeit sehen wir tatsächlich so einen Russland geschlagen haben. Ja, und das war schon. Ich komme nicht klar auf dieser Strecke. Und ohne das DRS gar keine Chance, was zu machen. Es wird nicht reichen. Ja, Japan halt, es ist nicht wirklich. Wir werden keine Freunde mehr. Schon mal klar, schneller. Uns fehlt eine Sekunde. Ja. Wir werden definitiv letzter werden, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der Latifi jetzt auch mal eine Zeit raushaut. Oder wir haben Glück, dass wir zumindest eine bei den Williams packen. Und Nick, der hat einen Schritt nach vorne gemacht. Der steht auch steht gut dabei. 12. momentan. Na gut, der Abstand ist groß noch. Nach vorne zu Kwiat und Ricciardo. Aber er steht auf zumindest schon mal dabei. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Verstappen und Carlos Sainz. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Hamilton nur auf 7. Ja, und wir scheinen wieder ein schwieriges Wochenende zu haben. Das ist eigentlich schon das dritte Wochenende hintereinander. In Russland haben wir Gott sei Dank uns zum Rennen ein bisschen geschafft, aber naja. Gut. Dann, liebe Leute, ist die nächste Session, die ansteht, das Qualifikationstraining am morgigen Samstag. Und ja. Und die wird leider verregnet sein. Warte mal, Moment. Jetzt gucke ich gerade mal nach, was die Entwicklung anbetrifft. Weil ich muss ein bisschen was Power mehr auf das Auto kriegen. So, da sind wenig Ressourcenpunkte. Was hältst du hiervon? Ja. So. Gut, dann können wir da. Wenn wir das rein mit einem Sprung machen, können wir wieder ein bisschen nach vorne. Um nicht ganz unten um weiter zu landen. Red Bull macht auch noch einen Schritt nach vorne. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Dann mit dem Qualifying.